Ja, die HP Max hier in der Normalausführung mit Zylinderverschluss und mit montiertem Schalldämpfer ist sensationell im Markt eingeschlagen. Warum? Naja, weil es ist halt das erste wirkliche Big Bore Luftgewehr, was es in Deutschland am Markt gibt. Das heißt also, wir verschießen hier 9 mm Diabolos, nicht diese winzig kleinen 4,5 mm, sondern richtig fette Bleibatzen. Es gibt ja auch immer das Export-Kit dabei, sodass man, wenn man zum Beispiel nach Holland fährt oder anderswo, wo es legal ist, die Waffe umbauen kann jederzeit in volle Leistung und dann hat man bis zu 237 Joule, glaube ich. Also dann passiert richtig was damit. Und ich kann stolz verkünden, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ihm das Siegel tödlich verliehen. Denn der SWR hat ja eine Reportage darüber gedreht, die haben da einen Waffensachverständigen beauftragt, der hat die dann umgebaut und hat gesagt, das ist tödlich. Da sind wir doch froh, dass das kein Spielzeug ist, nicht wahr? Spaß beiseite. Denkt dran, der Umbau ist in Deutschland nicht legal, außer ihr habt eine Erlaubnis dafür. Aber viele Leute kaufen sich diese Waffe, einfach weil sie sich dann ein legal in den Schrank stellen können und weil man ja dann im Fall des Falles, sollte die Ordnung mal zusammenbrechen und die Russen kommen oder ich weiß es nicht, dann hat man die Möglichkeit, sich relativ schnell eine wirklich funktionierende und auch leistungsstarke Schusswaffe zu beschaffen, indem man nämlich einfach in seinen Schrank geht, das Export-Kit rausholt, die HP Max rausholt und das alles montiert. Naja, Spaß beiseite. Also das Gewehr hat serienmäßig natürlich 7,5 Joule und das macht auch total viel Spaß, damit zu schießen. Sie ist relativ genau auf vernünftige Entfernung, so 10-20 Meter kann man damit noch machen. Sie ist schön leise natürlich, man kann mit dem Lufttank in 7,5 Joule echt oft schießen. Was sie nicht ist, ist, sie hat keine schnelle Schussfolge. Also man muss natürlich zum Repetieren hier den Hebel zurückziehen, dann nach vorne und wieder runter. So wie bei einem Karabiner, so einem Weltkriegskarabiner auch. Ja, und dann hat man natürlich Schießspaß. Ne? Aber wie gesagt, richtig schnell geht das nicht. Macht aber trotzdem Spaß. Ja, denn jetzt gibt es die Waffe auch, mal eben nur das Magazin reinmachen, gibt es die Waffe auch als Pump Action. Ja, und zwar hat der Matt, unser Mann in den USA, und der Phil, mit dem er zusammenarbeitet, der Phil hat unter anderem auch den sechsschüssigen Pfeilgewehr konstruiert, der hat im Prinzip einen genialen kleinen Adapter gemacht, den man in eine Minute anbringen kann, zerstörungsfrei natürlich, und der aus der Zylinderverschlusswaffe eine Pump-Action-Waffe macht. Und zwar gibt es hier diese Steuerkurve, sehr, sehr interessant. Die bewegt im Prinzip den Hebel nach oben und unten, das ist also das, was man sonst von Hand machen muss. Hier diesen kleinen Schoner fürs Gewinde kriegt man mitgeliefert, da ist ja normal so ein Knubbel dran. Ja. Und dann gibt es hier diese Stange, diese Schubstange, die dann den Verschluss nach hinten fährt. Ne? Zack. Und dann noch wieder nach vorne. Und dann natürlich gleichzeitig das System verriegelt. Ne? So wie man es jetzt hier erkennen kann. Und dann kann man mit der Waffe natürlich wieder schießen. Bong. Das hat natürlich etliche Vorteile. Vor allen Dingen muss man die Waffe jetzt nicht mehr aus dem Ziel nehmen, sondern man kann sie einfach so halten. Denn das ist ja hier eine Bewegung, die man kann jederzeit im Anschlag machen. Ne? Also von daher, das funktioniert echt super. Und ich muss sagen, das gibt der Waffe einen ganz anderen Charakter. Vor allem, wenn man noch den Schaft einklappt, dann ist das natürlich mittlerweile wenig größer als eine Pistole. Ne? Aber mit so viel potenzieller Power, wenn man sie dann aufmacht. Ja, ich habe jetzt hier auch extra einen Rotpunkt montiert, weil das bei den schnellen Schüssen natürlich eigentlich von Vorteil ist. So ein Rotpunkt hat auch den Vorteil, dass man sehr schnell das Ziel erfassen kann. Mit dem Zielfernrohr muss man natürlich immer erst ein bisschen suchen, ist ja klar. Ne? Hier kann man einfach beide Augen auflassen und das funktioniert wunderbar. Also besonders effektiv ist das natürlich in so einem Heimverteidigungsszenario, wenn die Russen halt reingestürmt kommen. War nur ein Witz. Weil was man halt machen kann, man kann super schnell damit aus der Hüfte schießen. Ne? Das ist klar. Also wirklich, ich halte es jetzt mal ein bisschen auf den Boden hier. Also zack, 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 zack. Das geht so schnell, das ist wirklich sensationell. Das kann man im Prinzip nur noch mit einem Halbautomaten vergleichen, was die Schussgeschwindigkeit betrifft. Und das ist absolut super und narrensicher. Ja, wie kann ich das bekommen? Und wo gibt's das? Gibt's bei GoGun. Also ihr könnt es in Deutschland bestellen für 169 Euro. Da ist dann das komplette Set dabei mit allen Montageteilen. Und das kann man wirklich innerhalb von ein paar Minuten selbst machen. Man kann es auch in den USA kriegen. Das ist ganz wenig billiger, darf man nicht vergessen. Wir haben ja in Deutschland immer noch die tolle Mehrwertsteuer und außerdem haben wir noch Zölle zu bezahlen. Denn das wird in den USA hergestellt, nicht in China. Deswegen ist es auch ein bisschen teurer.
Kann man das auch in 3D drucken? Ja, ich denke, das könnte man machen. Also das ist hier auch noch ein 3D gedruckter Prototyp von dem Ding. Aber man braucht halt unbedingt die Schubstange aus Stahl. Denn das würde ein 3D gedrucktes Teil nicht aushalten. Es sei denn, man würde das so monströs dick machen, dass das dann nicht mehr schön aussehen würde. Man braucht auch hier noch eine saubere Führung hierfür. Das ist also so ganz unaufwendig ist es nicht. Aber ich nehme an, die 3D-Branche wird das schon irgendwann nachahmen. Ob es dann so elegant und schick wird wie hier das Original, das wage ich zu bezweifeln. Wann kann es geliefert werden? Also der Matt sagt, er ist im Moment im Werkzeugbau. Das wird ja hinterher Spritzkunststoff und nicht 3D gedruckt. Er meint, dass er im November die erste Ware bekommt. Und wir haben natürlich reichlich bestellt, denn das wird sich verkaufen wie die Warmsemmel. Ich glaube, dass so ziemlich jeder, der eine HP Max hat, sowas haben will. Und da schon über 20.000 Leute in Deutschland eine HP Max besitzen, kann er sich schon mal darauf einstellen, dass er da ordentlich Bestellungen auf ihn einrollen. Man kann das vormerken, das heißt also, man kann sich im Prinzip in so einen Benachrichtigungsservice eintragen lassen. Sobald die Ware dann in Sicht ist, würden wir uns melden und dann kann man auch die Bestellung platzieren. Vormerkung, den Link habe ich euch unten reingepackt, ist unverbindlich natürlich. Tja, das war's dann heute vom Slingshot Channel. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Danke und... Oh, nicht getroffen. Bye, bye.